Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. So, Hallo. Wir sind im Brunnengebiet und haben ja, diverse Aufgaben bekommen. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und werden jetzt im ersten Schritt die Bofo-Lieferung aktivieren. Brillant. Im Laufe dieses Unterfangens stehen Ihnen mehrere Missionen zur Auswahl. Es ist zwar Ihre Pflicht, alle Missionen zu erfüllen, aber die Reihenfolge, in der Sie sie ausführen, liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Sie sind nun bereit, Ihre Reise anzutreten. Wie bereits erwähnt, werde ich Ihren Missionsmanager auf den neuesten Stand bringen und mich mit Ihnen in Verbindung setzen, falls nötig. Aber im Moment sind Sie sich selbst überlassen. Ich werde zur Expedition zurückkehren, um das Wissenschaftsteam zu beaufsichtigen. So viele Daten zu durchforsten. So viele Fragen, die noch unbeantwortet sind. Sie haben der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen großen Dienst erwiesen. Ich danke Ihnen. Bringen Sie es gründlich zu Ende und Sie werden der Stolz des Königinnenreichs sein. Königliche Diplomatie. Ich bin recht gespannt darauf, was das Königinnenreich mit seinem wiederhergestellten Platz in der Gemeinschaft der Planeten vorhat. Sie stehen in den Diensten Ihrer Majestät, wie ich sehe. Das ist äußerst löblich. Es ist von äußerster Dringlichkeit, dass diese bescheidene Bofo-Lieferung meine Wirkungsstätte eintrifft. Bitte liefern Sie die Bestellung ab und treffen Sie sich unmittelbar danach mit mir. Ich habe eine Bofu-Chemielaborstation markiert, die Bofu verkauft. Aber Sie können gerne eine lukrativere Handelsquelle finden. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Okay, dann holen wir doch mal die Bofu-Lieferung ab. Und vielleicht sollten wir noch bei Gelegenheit mal hier ein paar Sektoren aufdecken. Gerade schauen, wir hatten glaube ich auf unserer Odysseus. Nee, wo hatten wir die denn? Ah, die sind hier verteilt. Frage ist halt, ob die das hier durchschaffen. Wir werden es einfach mal versuchen. Erreiche Sternenspiegel. Dass wir hier schon mal beginnen, uns die Karten aufzudecken. Dann sind wir nämlich, was Handelsmöglichkeiten angeht, etc., dann ein bisschen besser informiert, was da gebraucht wird. Ich mache es auch tatsächlich immer noch manuell. Ich finde immer noch, das geht schneller als dieser Erkundungsbefehl oder der Erkundenbefehl. Wir empfangen eine Rundrufnachricht. Sehr geehrte durchreisende Piloten diverser Herkunft und Gesinnung. Durch die Gnade Ihrer Majestät der Königin ist es unser Privileg, die Wiedereingliederung der treibenden Provinzen in das ehrwürdige und unverwüstliche Königinnenreich von Boron zu unterstützen. Bedauerlicherweise scheint es ein andauerndes Missverständnis mit den Bewohnern dieses ansonsten so malerischen Sektors zu geben. Ich appelliere hiermit an Ihre Zivilcourage und bitte Sie, sich uns anzuschließen. Okay. Autopilot eingeschaltet. Erreiche stürmische See. Dass wir hier mal durch den Boronenraum fliegen, da hatten wir echt lange drauf gewartet.
Schauen wir mal gerade, was die Moräer hier so treiben. Die scheinen das eigentlich hinzubekommen hier mit den Barken, oder? Ich bin echt mal gespannt. Aber scheint ganz gut zu funktionieren. Ah, das ist ja mal interessant. Das Tor hier auf der anderen Seite wurde genauso modifiziert. Die Wissenschaftler der Heimatwelt haben anscheinend ein ähnliches System zur Energiezufuhr entwickelt wie wir selbst. Aber ihre Kapazität ist einfach ungeheuer. Erreiche sie. Unsere Blaupausen basierten natürlich auf den Theorien, die sie in ihrer Übertragung mit uns teilten. Es sollte also keine Überraschung sein. Das Herstellen einer Verbindung zwischen Sprungtoren erfordert erstaunliche Mengen an Ressourcen. Es scheint jedoch, dass diese Ressourcen nicht gleichmäßig zwischen den Sprungtorstandorten verteilt werden müssen. Zum Glück waren die Baronen schon seit Jahrzehnten dabei, den Grundstein für unseren Durchbruch zu legen. Wir vermuteten, dass dies der Fall war, hofften es sogar, aber bis jetzt konnten wir nicht ganz sicher sein. Ja, aber tatsächlich gibt es ja immer noch ein großes Geheimnis. Nämlich, wer denn jetzt überhaupt hier diese ganzen technologischen Geschichten hinterlassen hat. Doch das mit der Chiffre, ich bin mal gespannt, ob sich das noch auflösen wird. Autopilot ausgeschaltet. So, und ich würde gerne, wir sind zwar noch nicht lange da, aber wir haben ja hier bestimmt diverse Handelsmöglichkeiten. Und um uns hier direkt mal niederzulassen, könnten wir eigentlich auch Schiffe bei den Baronen kaufen. Das machen wir auch. Wir kaufen hier einmal einen Transporter. Den tun wir auch beschilden. Ah, vielleicht nicht gerade das teuerste. Okay, die starken Schilde bekommen wir tatsächlich noch gar nicht. Aber das hier reicht auch erstmal aus. Rasengeschütz, gut, wir dürfen nichts anderes kaufen. Wir nehmen das einfach mal so mit. Ich glaube, da hätten wir auch einfach können die schwere Konfiguration wählen. Da hätten wir wahrscheinlich das gleiche. Aber gut bewaffnet sind hier die Transporter. Also wir hatten hier jetzt insgesamt 14 Phasengeschütze, also 14 M-Geschütze drauf. Auf einem Transporter. Das ist schon ganz cool. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob die anderen Helios oder ähnliches, ob die jetzt auch so ausgestattet waren. Und Baronen. Wir bekommen eine Baronenbesatzung. Wir kaufen da mal 6 Stück. Okay, bekommen wir gar nicht alles. So ein Mineralien-Sammler Hüllenteile werden auf jeden Fall gebraucht. Dann können wir uns auch ein Konstruktionsschiff zulegen. Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir kaufen erstmal das hier ein. Unterm Raumdock kaufen wir direkt mal auch Transporter ein, und zwar hier der Delfin. Ist auch nicht das schnellste Schiff tatsächlich. Die Ressourcen hier ansonsten werden eigentlich nicht benötigt. Wir holen Besatzung mit. Da kaufen wir auch mal vorab 10 Stück ein. Hüllenteile ist auf jeden Fall hier ein Bedarf.
einfach mal hier alles rausnehmen. Also veredelte Metalle, Hüllenteile, das wird hier massiv gebraucht. Siliziumscheiben. Also wir haben hier auf jeden Fall Potenzial, Waren zu verkaufen, gerade hier an der Schiffswerft. Da werden wir doch auch direkt tätig werden. Gerade gucken, wir hatten noch gar nicht hier in die Fraktion reingeguckt. Wo haben wir sie denn? Königreich der Boronen. Und es müsste ja noch die treibenden Provinzen geben, glaube ich, oder? Es war doch eine eigene Fraktion. Unglaublich, wie viele Fraktionen wir mittlerweile hier drin haben. Ah, wir gucken mal noch in die Wiki rein. Die einzigen Verbündeten sind tatsächlich hier die Argonen. Feinde sind alle Split. Gefallene Familien, nein, nicht alle. Ja, die Zyat auch. Xenon Yaki. Okay. Na, lassen wir das einfach mal so stehen. Dann holen wir jetzt mal hier unsere Lieferung ab. Bofu Chemielabor. Da werden wir jetzt an einer dieser neuen Dockbereiche andocken. Sieht halt schon echt cool aus. Erinnert mich, wie gesagt, an einen Film von damals. Da ging es um eine Erdinvasion. Das sah alles so ein bisschen ähnlich aus. Auch die Aliens sahen da ähnlich aus. Hallo, wie ich sehe, machen Sie Fortschritte mit dem BOFO-Lieferauftrag. Wie wunderbar. Genau. Dann kaufen wir jetzt mal das BOFU ein. Wieso eins? Wir haben überhaupt keinen Platz hier im Lager. Ah, okay, das ist natürlich doof. Was haben wir denn dabei? Hüllenteile? Schmeißen wir mal raus. Gucken, ob der Platz reichen würde. Ja, das passt. Mission abgeschlossen. Neue Mission aktiviert. Ach komm, wir waren ja noch gar nicht wirklich auf einer Station hier gewesen. Wir waren ja bis jetzt immer auf den Trägerschiffen. Jetzt gucken wir uns doch auch mal die Station hier an. Hallo. Ich bin ja schon so in der Routine hier drin, die Aufgaben zu erledigen. Es mir total entfällt, hier mal uns alles anzuschauen. Sieht halt schon richtig stylisch aus, im Sinne der Boronen. Schöne offene Bereiche hier, also finde ich echt cool gemacht, der Dockbereich. Gucken wir uns mal noch die Station hier an, sogar hier die ganzen die Dekoration, das wurde alles so ein bisschen unterwasserstilmäßig aufgezogen, glaube ich. Okay, hier diese Einheiten, die sind ja universell. Hm, da arbeitet tatsächlich jetzt auch keiner. Gehen wir mal. Wir haben nur den einen Bereich. Ist leider kein Händler da. Da ist unsere Fracht, die wir gerade ausgeworfen hatten. Okay, dann auf zum Moreia. Schiff. Kann ich helfen, Sir? Ey, du kannst mir nicht wirklich helfen. Wir docken ab.
sieht echt cool aus. Oben sieht man auch die Schilde. Eine Sache sollten wir uns vielleicht doch mal noch anschauen. Undock-Erlaubnis erteilt. Das könnte tatsächlich noch interessant sein. Und zwar der Ausblick aus dem Büro des Managers. Der hat ja immer ein Fenster. Mich mal interessieren, ob man da auch was sieht. Und hier Tür 1, 2, 3. Okay, gucken wir mal. Ah ne, guck mal, er ist hier auf dem Außenbereich. Kann er rausschauen? Okay, gut, dann docken wir jetzt ab. Gucken wir aber mal, wo diese M-Bereiche hier sind. Ah, okay. Aber es ist ein riesen Dock-Bereich hier. Hat ja mega viele S-Dock-Bereiche und hier außen dann noch die großen M-Dock-Bereiche. Insgesamt hier 4 Stück, glaube ich. Ja, sieht noch 4 aus. Plus die ganzen Slots hier, die man hier befliegen kann. Undock-Erlaubnis erteilt. Da haben wir ja auf jeder Seite hier noch 7 Stück. Das heißt, 14 S-Jäger können hier direkt landen. Das ist für eine normale Station echt schon, ja, gute Leistung. Autopilot eingeschaltet. Wir fliegen weiter. Wir hatten ja Schiffe in Bau gegeben. Ah, da wird auch schon gebaut. 2 Stör sind sogar schon fertig. Das heißt, die ersten eigenen Schiffe der Paraniden sind einsatzbereit. Andocken abgebrochen. Hier dieser Marco, das ist ja das Schiff, das wir geschenkt bekommen hatten. Es ist auch gar nicht so langsam tatsächlich. Hat allerdings keine Gefechtsantriebe. Ist ein bisschen schade. Erreiche System. Karge Küste. Jetzt hier noch den Piranha. Auch gar nicht jetzt so langsam. Barracuda, das ist natürlich ein echt cooles Schiff. Und ich glaube, die Barracuda, so hieß auch das stärkste Schiff, der stärkste Jäger im ersten Teil von X. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wir müssen mal, wenn wir da nochmal im Let's Play drin sind, müssen wir da einfach mal schauen. Ja, hier ist die Erde, oder wenn es die Erde ist. Ja, sieht aber ehrlich gesagt nicht danach aus. Fliegen wir denn jetzt eigentlich hin? Ah, wir fliegen zu Boso. Gut, lassen wir das mal so laufen. Hier hätten wir auch noch einen Auftrag, sogar mehrere. Zerstöre Minen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Dann nehmen wir auch an. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Die machen wir dann gleich. Erreiche System. Wachsamer Blick. So, wo haben wir denn jetzt? Genau, die Bofo-Lieferung. Soll man die Homebase liefern? Warum auch immer. Ich habe da irgendwie nicht aufgepasst, warum wir jetzt dazu Boso Autopilot sollen. Ausgeschaltet.
Jetzt gucken wir mal. Wir haben ja ein Schiff der Koronen. Das war das geschenkte Schiff. Das ist hier der Marco. So, wenn wir den Marco jetzt mal mit unseren Teilen... Ja, wir bräuchten erstmal einen Piloten. Wir holen jetzt einfach mal hier von dem Delfin irgendeinen Bewohner mit. Ja, genau. Du kannst helfen. Du sollst bitte jetzt mal auf der Marco arbeiten. Dann hätten wir da auch einen Kapitän drauf. In Ordnung. Erreiche System. Hitzers Untergang. Ich glaube, ich werde echt mal irgendwann einen Spielstand starten, wo ich nur Schiffe von einer oder zwei Fraktionen fliegen werde. Irgendwie nur die Bron oder die Tiladi wegen mir noch mit rein, aber mal schauen. Okay, so, jetzt können wir auch das Schiff aufrüsten. Es ist scheinbar so, dass ich hier tatsächlich nur die boronischen Antriebe verbauen kann. Okay, Gefechtsschubdüsen können wir noch mit reinnehmen. Oh, Schilde passen auch nur boronische Schilde mit drauf. Okay. Waffen können auch nur... Ui, das ist aber nicht so ganz kompatibel. Ah, wir lassen es mal noch reparieren. Oh, ich flieg hier. Gerade ein bisschen falsch, sehe ich gerade. Ja, wie sieht es dann hier unten eigentlich aus, hier mit dem Zeug da? Hatten wir den nicht schon hier hingeschickt gehabt? Mal gerade. Vielleicht wechseln wir wirklich mal auf die Kuraokami um. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Da wollen wir hin. Das erreiche System. Morgenstern. Dann lassen wir mal so. Wir fliegen mit unserer Moreia weiter. Ohne Ares wurde zerstört in Ketzers Untergang. Gut, das war die von der Erlkönig. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir sind auch wieder im argonischen Raum. Gucken wir mal gerade hier die Boronen hier. Sind das... Gucken mal rein. Ne, Königreich der Boronen. Okay, es scheinbar ist jetzt durch diese Vereinigung wieder alles den einen Boronen und nicht so verteilt. Hier hätten wir noch ein Tor. Und... Erreiche System. Der hier kann eigentlich dann gleich auch in dem nächsten Sektor alles soweit mal aufdecken. Ah, ne, erkunden wollen wir nicht. Machen wir mal kurz hier den Handelsfilter raus. Sollte passen. Und wenn er hier fertig ist, soll er doch bitte hier einmal durchs Tor durch und sich mal anschauen, was es da noch so gibt, weil es sollten eigentlich noch viel mehr Sektoren da sein und da gucken wir mal, dass wir die jetzt gleich auffinden. Erreiche System, stiller Zeuge. Thank you.
jetzt, wo endlich hier das X-Universum mit den Brunnen komplett ist, würde sich echt ein Neustart noch anbieten. Einfach um, ja, das gesamte Universum jetzt in seiner Vielfalt mit den Fraktionen auch zu nutzen. Das könnte bei einem neuen Spielstart echt mega interessant werden. Erreiche System 18 Milliarden. Hatten wir eigentlich unsere Odysseus abgestellt? Die steht hier noch im Riff. Ja gut, grundsätzlich ist die Frage, ob wir die überhaupt bei den Brunnen brauchen werden. Ich sollte vielleicht mal noch eine Katana kaufen. Was kann man? Haben wir, glaube ich, auch bei dem Bio, oder? Ja, bekommen wir auch in jeder Konfiguration. Weiß gar nicht, haben wir da die Blaupause für die Katana eigentlich? Ne, tatsächlich haben wir die nicht. Autopilot ausgeschaltet. Dann lassen wir das erstmal. Und wir sind an unserer Homebase. Hauptquartier. Hoppla. Undock-Erlaubnis erteilt. Wir könnten ja auch gerade hier unser Schiff mal reparieren. Die Station ist ja in der Lage dazu. Werden auch die ganzen Drohnen gebaut. Und unsere Händler sind ja auch Ressourcen am Beschaffen. Da könnten wir mal nochmal drauf gucken, ob die Station noch genug Kohle hat. Machen wir doch vielleicht direkt mal. Erfolgreich angedockt. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, das passt. Terraforming-Projekt läuft. Okay, das können wir erstmal so lassen. Dann. Achso, wir sollen die Waren transferieren. Hallo. Hallo. Moreia. Die Bofo-Lieferung. Das jetzt richtig oder? Muss mal gerade hier gucken. Wir bekämen das Teil ja tatsächlich noch ein bisschen schneller. Ne, ich mag die MK4, der Split. Das war ein Tick langsamer in der Reisegeschwindigkeit, aber Grundgeschwindigkeit und Beschleunigung, das finde ich einfach im Kampf besser als hier die Bequemlichkeit, mal ab und zu einen Tick schneller zu sein. Lassen wir dann mal so. Reparieren können wir da mal noch, genau. Vielleicht mal noch. Ah, wir haben gar kein Personal hier drauf. Okay, das passt. Wir reparieren einfach nur. Und eigentlich sind wir doch dann fertig. Undock-Erlaubnis erteilt. Andocken Hauptquartier. Undock-Erlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt.
Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Hm. Handeln? Ah, okay. Gut, dann greift auch die Quest. Okay, das machen wir. Wir schicken jetzt aber unsere Moreia wieder zurück. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Ja, eigentlich jetzt. Hier lassen wir das erstmal. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Ja, das verstehe ich aber jetzt nicht so ganz. Eine aktuelle Information des Logistikbüros. Aufgrund umfangreicher Wartungsarbeiten im Verladesystem. Kann ich helfen? Okay. Wir gehen zu Boso. Er freut sich bestimmt hier über das Bofu. Oh, Dell hat sich ja auch mal gemeldet eben. Wunderte mich, dass der nicht früher was gesagt hatte. Hallo auch. So, Bofu ist da. Ah ja, mein geliebtes Bofu. Das haben Sie in der Tat. Okay. Die Königin hat Bofu geschickt. Ihre entzückende Majestät. Ja, nun nicht ganz die Königin. Ich habe mich möglicherweise ein wenig in die Kommunikationen zu Ihrer Mission eingemischt, nur um dieser Lieferung einen Hauch von Eile zu verleihen. Wie auch immer, die Bofu-Lieferung ist sehr willkommen. Übrigens deutet Ihre Biosignatur auf ein etwas erhöhtes Stressniveau hin. Keine Bange. Ich werde Sie unterstützen, indem ich mich bezüglich meiner Einmischung in die Kommunikationen zu Ihrer Mission zurückhalte. In der Tat sehe ich, dass Sie mit einer Reihe von sehr wichtigen königlichen Pflichten im Rückstand sind. Ja, danke. Okay, Boso hat seine Lieferung. Wir haben hier noch ganz viele Missionen. Wir haben hier noch andere Missionen. Oh, wir bekommen hier eine boronische Korvette. Was müssen wir denn dazu tun? Okay, wir brauchen hierzu Dockbereiche. Ja, okay, gut, das können wir noch nicht machen. Wir haben noch nicht genug Ruf, glaube ich, dafür. Ne, da müssen wir, glaube ich, mindestens auf 10 kommen, damit wir das überhaupt machen können. Wir sind bei 9. Ja gut, das passt ja dann fast schon. Was hätten wir denn noch? So, achso, wir hatten hier noch die Lieferungen. Meereswasserprobe des Planeten Nishala. Mr. Gesandter. Ja, die sind ja alle auf moderat hier eingestellt, ne? Das hier können wir doch direkt abschließen eigentlich. Wir nehmen die Quest hier mal auf aktiv.
Wir setzen uns auf unsere Morea. Ah, die Freie Liga von Hatikva. Ein Schatten ihrer einst glorreichen Vorgänger. Auch wenn die Unterstützung durch das Königinnenreich ihren Niedergang hemmt, wird die Liga noch einen langen Weg vor sich haben. Sie sollen sie mit einer Staffel boronischer Jäger versorgen. Die Politiker werden im Anschluss daran Verhandlungen über den Erwerb weiterer boronischer Militärschiffe durch die Freie Liga von Hatik verführen. Ich vermute, dass sie für die militärische Ausrüstung zur Abschreckung von Piraten und Xenon dankbar sein werden. Das ist ein interessantes Waffengeschäft. Es ist möglich, dass sie die Freie Liga unterstützen wollen, wie sie behaupten. Aber es ist genauso gut möglich, dass das boronische Militär Angst hat, während der Isolation ins Hintertreffen geraten zu sein. Vielleicht wollen sie nur einen praktischen Einsatztest ihrer militärischen Ausrüstung, bevor sie in einen echten Konflikt verwickelt werden. Okay. Gut, wir kaufen dann jetzt einfach mal ein. Ah, hier ist ja auch noch ein Raumdock, dann werden wir doch die hier einfach wählen. So, gucken wir mal in die Beschreibung rein. Wir sollen liefern. Erreiche System, wachsamer Blick. Boronen Allround-Antrieb MK1. Steuerdüsen, boronische Allround MK1. Boronischer Schildgenerator MK1. Und das Phasengeschütz ebenso. Machen wir hier noch ein paar Softwareteile mit drauf. Ein Pilot und noch ein bisschen Besatzung. Geben denen mal noch ein paar Lasertürme mit. Unterstütze hier das boronische Vorkommen doch gerne. Davon brauchen wir 3 Stück. Ich vermute, die werden auch nicht direkt gebaut werden. Na, da fehlen leider noch Waren. Unsere Transporter sind schon hier fertig. Die Delfine sind alle gebaut. Vielleicht hätten wir die Makroflisch dann doch besser. Ah, wir können jetzt hier auch alle auf einmal abbrechen. Das ist ja mal eine gute Funktion. Hat mich eh schon viel Zeit gekostet. Okay, wir bestellen es hier jetzt mal direkt im Königstal. Ach, hier gibt es sogar eine Vorlage dafür. Gut, dann brauchen wir ja da gar nicht großartig zu schauen. Hüllenteile sind immer noch Mangelware. Da wollen wir ja aber dann auch ein bisschen aufrüsten noch. Beziehungsweise uns in den Handel hier ja, reinnehmen. Den Stichstör stellen wir jetzt erstmal hier auf Seite. Und die Erkundung läuft bereits der Sektoren. Die Morea hier ist bereits im nächsten Sektor. Lassen wir direkt hier mal sinnvoll aufdecken. Grunde einmal die Erkundung 2.0. Der Standardbefehl ist in meinen Augen immer noch nicht ganz einsetzbar. Zumindest mal nicht für das, was wir es hier brauchen. Okay, die Jäger werden dann bald gebaut. Sind denn jetzt unsere... Ah, da unten. Okay. Gut. Ich vermute, hier sitzt der Fraktionsrepräsentant. Wir switchen mal einmal hier rüber. Die Morea hat hier ihren Befehl. Jetzt machen wir erstmal noch ein Autosave. Dauert ein bisschen. Erreiche System, Königstal. Okay, Raumdock.
Peronen. Beziehungsweise wir können ja mal kurz hier noch aufs Schiff drauf. So sieht der Delfin von innen aus. Der ist aber geräumig. Interessant. Okay, was der Aufzug da jetzt gebracht hat, weiß ich nicht so ganz. Boah, guckt euch das mal an hier. Das sind doch mal echt coole Schiffe. Guckt euch mal dieses Teil hier an. Ist nur ein Transporter, aber allein mit der Hintergrundkulisse hier, der sieht echt gut aus. Und das, obwohl ich eigentlich auf diese runden Formen tatsächlich gar nicht so abfahre, aber bei den Baronen ist es einfach, ja, mega. Ich finde auch, also wenn da mal ein X5 kommt, die Baronen dürfen da nicht erst so spät nachgepatcht werden. Also Sie kämpfen oder wollen etwas für die Sicherheit tun? Meine Meinung dazu. Sie sich eine Polizeilizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. Okay. Legen wir mal los. Wir wollen zum Organisationsvertreter. Und... Hallo auch. Ja, hier dürfte das sein. Lizenzen, was dürfen wir denn kaufen? Noch gar nichts, okay. Auf Wiedersehen. Was haben wir hier für einen Livestream, den wir uns anschauen können? Ah ja, okay. Kinomodus F8, was können wir denn da noch... Ah, das ist einfach nur diese Geschichte hier. F7, Objektsperre. Okay. Blaupausen, was dürfen wir denn hier einkaufen bei euch? Ah, wir bekommen ja schon ein paar Sachen. Anton-Produktion, Drohnen. Komponenten bekommen wir noch nicht, ist aber auch nicht schlimm. Baumodule, Fertigungshanger, okay, da brauchen wir erst noch Ruf. Die ganzen Dockbereiche. Finde ich gut. Wir nehmen die alle mal mit. Das, Lagercontainer meine ich, Dockbereiche sind es hier gar nicht. Wohnmodule bekommen wir auch schon hier eins. Verteidigungsplattform erst mit 10. Das brauchen wir dann auch für den Bau dieser Station. Dockbereiche, ich will alles haben. So, einmal alles von Boronen. Andere Module, Basisverbindungsgerüste. Das sind doch immer tolle Teile, um Stationen zu bauen. Schiffe. Wir dürften auch schon Blaupausen für Schiffe kaufen. Will ich haben, will ich haben, will ich haben. M-Schiffe. Delfin. Die kleinen will ich auch haben. Barracuda brauchen wir noch ein bisschen mehr. Auf die bin ich gespannt, die zu fliegen, die Barracuda. Müssen gucken, dass wir den Ruf voll bekommen. So, wollen wir denn die ganzen Blaupausen überhaupt haben? Ja, wir warten mal noch mit denen hier. Den Delfin können wir mitnehmen. Anderen Schiffen warten wir auch noch. Waffen. Oder sind wir immer noch eingeschränkt? Da müssen wir jetzt echt noch kurz warten, bis wir da loslegen können. Aber das hier können wir schon mal einkaufen. Auf Wiedersehen. Können wir mal gucken, wie weit der Marco-Stand hier ist. Die sind fertig.
Wir wechseln mal einfach auf eines der Schiffe rüber. Marco. Guten Tag. Hallo. Okay. Eingeschaltet. Okay, die anderen zwei Marco, die nehmen wir mit. Gut, wo müssen die dann wieder hingeliefert werden? Ach je, ne, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht machen. Dann wechseln wir auf unsere Moreia rüber. Dann werden wir die Marco-Schiffe anweisen. Erreiche stürmische See. Einmal in diesen Bereich zu fliegen. Genau. Dann sind die unterwegs. Dann brauchen wir uns da nicht so viele Gedanken mehr machen. Damit dürften wir eigentlich auch schon den Rufpunkt haben. Wir hatten aber noch andere Missionen doch gehabt. Erwarte Befehle. Da haben wir die Kunstwerk und da hätten wir noch die Minengeschichte, genau. Die wollte ich dann gerne jetzt machen, die Mission. Autopilot eingeschaltet. Ah, wir müssen immer hier durch diesen schlimmen Sektor durch. Oh, hier ist aber gar nicht so viel akut. Da wird aber geflogen. Also da scheint aber noch was zu sein. Da müssen wir den mal am Schluss mal noch hinschicken. Erwarte Befehle. Erreiche System, Heimat der Dunkelheit. Erwarte Befehle. Ja, die werden sich jetzt hier alle nacheinander melden. Sind wir auch gleich da? Wir können aber eigentlich doch schon mal was anderes gucken. Und zwar, wenn wir die Piranha nehmen. Ne, Moment mal. Barracuda. Erreiche System. Großes Riff. Ist tatsächlich nicht ganz so schnell, wie ich gehofft hätte. Bisschen schade. Die Beschleunigung bei den Bohren ist ein generelles Problem. Drei Schilde. Ja. Drei Waffen. Das sieht aber trotzdem cool aus. Den Waffen muss man mal noch schauen, wie weit die sich hier unterscheiden. Ich hätte gesagt, das Phasengeschütz ist sogar ein bisschen... Ja, die Gatling ist sogar ein bisschen besser. Gucken wir uns mal noch bei Gelegenheit dann genauer an. Und wir sollen hier Minen zerstören. Oh. Gegen vielleicht noch ein unbekanntes Objekt. Zurück.
Unbekanntes Objekt. Unbekanntes Objekt. Dann werden wir den Baron doch hier gerne helfen. Unbekanntes Objekt. Unbekanntes Objekt. Unbekanntes Objekt. Unbekanntes Objekt. Okay, so, was sind die anderen? Freund-Feind-Mine. Oh, da gehen wir mal nochmal auf Abstand. Unbekanntes Objekt. Okay, den erhofften Ruf hat es jetzt gar nicht gebracht. Wir haben aber noch eine Mission hier drin. Hightech-Händler Delphin, unbezahlbare Kunst. Wo fliegt der denn überhaupt rum? Hier unten, okay. Autopilot eingeschaltet. Begeben wir uns mal dorthin. Wir gucken mal gerade, wo die Marco sind. Ja, okay, die sind noch unterwegs. Die sind halt wirklich auch nicht schnell. Wir können aber mal hier die ganzen... Schau mir mal, was du für mich hast. Autopilot ausgeschaltet. Oh, das sieht interessant aus. Besser die Fracht auswerfen. Schnell, werfen Sie Ihre Fracht ab. So, wo ist denn der Typ? Ah. Minotauros, Plünderer. Das bedeutet Ruf und du hast hier bei den Baronen einfach nichts verloren. So. Das war wohl nichts. Erstmal die Schilde noch mal regenerieren. Ah, ich weiß, ich müsste mir mal ein stärkeres Schiff zulegen. Aber ich fliege halt einfach die S-Jäger einfach so gerne. Interessant auch hier diese Motorkontrollleuchte hier im Display. Nicht noch von meinen ersten Autos. Das war eine schlechte Idee. Das war jetzt nicht geplant. Das ist gar nicht gut. Der hält aber schon einiges aus hier. Das war's jetzt.
Drohnen sind da. Schön. Hier, bekommen wir denn dafür Buch? Autopilot eingeschaltet. Okay, ist auch nicht jetzt weiter schlimm. Autopilot ausgeschaltet. Warum denn? Moment mal. Autopilot eingeschaltet. Okay, so, wir haben nämlich hier noch einen Kolossus. Da ist nicht besonders viel drauf, weil wir hatten ja eigentlich die Ares gebaut. Das hier müssten eigentlich auch Ares-Schiffe sein, die genau entsprechend auch gut ausgerüstet sind. Erreiche System, Heimat der Dunkelheit. Ich glaube, wir hatten immer Achterstaffeln gesetzt. Wir das denn bei unserem... Ja, das waren, glaube ich, Achterstaffeln, ne? Ja. Okay. Gut, dann rüsten wir jetzt unser Kolossus hier mal aus, dass der dann mal alle Schiffe mit bei hat. Wir haben aber viele Ares hier gebaut, ne? Moment mal. So soll es aber eigentlich nett sein. Ja, Autopilot, was machst denn du da? Wir sind den immer noch am Suchen und er ist uns entgegengeflogen. Okay, gut. Dann holen wir noch 8 Ares mit in unsere Trägerflotte hier mit rein. Dass die auch mal, ja, komplett ist einfach, weil da hatten ja bis jetzt immer die Schiffe gefehlt. Hat auch nur eine Behemoth dabei. Hier hätten wir in unserer Flotte 2 Klapperschlangen. Wir haben jetzt hier die Auswahl hier noch mit den Sünen. 4 Sünen sind schon im direkten Bau. Die ganzen Klapperschlangen, also... Also die Flotten, die wir da mal geplant haben, sind auf jeden Fall mal auf gutem Weg. Das sind aber dann die normalen Flotten. Bis wir dann unsere boronische Flotte aufdehnen. Die werde ich dann, ich glaube, nur mit boronischen Schiffen machen. Sieht einfach so genial aus. Jetzt suchen wir erstmal noch die Kunstwerke. Die Marco sind auf dem Weg. Na, brauchen auch nicht mehr so arg lange. Die Baronen haben aber tatsächlich eigentlich keine Probleme mit Xenon oder ähnlichen. Feinden. Na gut, die waren ja auch letztendlich abgeschnitten, das ist klar. Schauen wir mal. Oh, hier in dem leeren Sektor gibt es auch noch ein Sprungtor. Und hier unten sind auch immer welche hingeflogen. Das gucken wir uns dann auch noch an. Wir schauen uns natürlich die Sektoren alle noch persönlich an, aber jetzt im ersten Schritt bin ich ganz froh, wenn die Karten erstmal aufgedeckt sind. Erreiche Sternenspiegel. Und hier hätten wir auch noch eine Mission. Zerstöre Minen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Machen wir auch.
Aber zuerst machen wir jetzt hier diese Kunstwerkgeschichte. Delfin. Ich hoffe, wir bekommen da jetzt nicht allzu viele Probleme mit der Polizei. Ist ja auch irgendwie ein bisschen, naja, eine Quest von den Baronen, jemand anzugreifen, ist halt eigentlich nicht im Sinne der Baronen. Autopilot ausgeschaltet. Aus dem Reisemodus raus. Erwarte Befehle. Okay, was hat er denn hier ausgeworfen? Wir müssen einen Transfer durchführen. Ja, okay, können wir machen. Befehle. Großartige Arbeit. Diese Flotte wird es Hatikva ermöglichen, ihre Piloten mit boronischer Ausrüstung vertraut zu machen. Ich sorge dafür, dass sie die Mitteilung erhalten, sobald die Politiker ein Folgeabkommen ratifiziert haben. In ihrem Missionsmanager finden sie weitere Aufgaben. Okay, das hat gut Ruf gebracht. Wir brauchen jetzt hier noch einmal die Kunst. Notfalldrohne. Autonome Notfalldrohne. Die sollten wir mal zerstören. Wir benötigen noch das Kunstwerk. Von was werden wir denn hier angeschossen? War, glaube ich, ein Lasertürmchen. Okay, die Kunst hätten wir. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht allzu viele. Erwarte Befehle. Ja, doch, so ganz toll fanden die das jetzt hier tatsächlich nicht. Container. Eine Hydra. Ah, die ist auch gar nicht so langsam. Ich bin ja mal auf das Spiel für echt noch gespannt. Im Grunde bekommen wir jetzt aber unseren Ruf-Upgrade. Unser Ruf-Upgrade. Wir geben noch gerade die Kut. Befehle. Erreiche Stürmische See. Erwarte Befehle. Okay, wo müssen wir denn da hin?
schnell kommen. Autopilot ausgeschaltet. Das, Hallo. Das fliegen wir jetzt nicht selber. Mag die Strecke hier nicht. Kann ich helfen, Sir? Dann können wir uns nämlich direkt schon mal hier nochmal rüber teleportieren. Autopilot ausgeschaltet. Erreiche Königstal 1. Das sieht echt schick aus. Autopilot ausgeschaltet. Ah, okay. Könnt ihr die Geräuschkulissen bei den Büros irgendwie ein bisschen authentischer? Okay, wir gehen zum Organisationsvertreter. Da bekommen wir jetzt erstmal noch ein Ruf-Upgrade. Wie wurde zerstört? Moment mal. Jetzt gucken wir mal hier. Wie unsere Verteidigungsstation wurde zerstört. Das ist die 3. Das ist ein I. Wo kommt der denn her? Da kann ja eigentlich nur von hier unten kommen. Die Xenon haben es echt geschafft, unsere Verteidigungsstation platt zu machen. Oh, wow, wow, okay. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Okay, erstmal der Rang. Wir verfolgen Ihre Leistungen und Errungenschaften schon eine Weile mit großem Interesse und glauben nun, dass Sie eine schöne Belohnung dafür verdienen. Es macht mich stolz, dass ich Sie auf diesen Rang im Königinnenreich erheben darf. Sie werden feststellen, dass dieser Rang mit wunderbaren und fröhlichen Annehmlichkeiten ausgestattet ist. Diese Annehmlichkeiten sind fest mit dem Rang geknüpft. Sollten Sie den Rang verlieren, sind auch die Annehmlichkeiten bedauerlicherweise futsch. Bei Ihrem tapferen Charakter müssen wir uns darüber aber gewiss keine betrüblichen Gedanken machen. Ich hoffe, dass Sie diese Belohnung angemessen finden. Bitte machen Sie das Beste daraus. Sie werden möglicherweise schon sehr bald merken, dass bestimmte Organisationen im Königinnenreich großes Interesse an Ihnen haben werden und Sie zu sich einladen. Ich möchte mich noch einmal abschließend sehr herzlich bei Ihnen für Ihre fortwährenden Anstrengungen bedanken. Freundlich und fröhlich sehen wir unserer zukünftigen Zusammenarbeit entgegen. Ich wünsche eine angenehme Reise. Okay. Das heißt, wir können direkt mal hier die Polizeilizenz kaufen. Ich wünsche eine angenehme Reise. Und können uns dann auch mal hier noch ein paar Module gönnen. Und zwar alles, was wir haben. So, naja, gut, nicht fast alles. Stoppen Sie Ihren Angriff. Unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Okay. Hier ist die Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station. Verstanden. Strafregister wurden aktualisiert. Okay. Okay, wird das, Auf Wiedersehen. Hatten sie jetzt gerade gekillt hier, die Aktion. Verdammt. Wir sind wieder zurückgefallen. Das ist natürlich jetzt mies. Wir müssen hier mal aufpassen mit den Xenon, die breiten sich hier nochmal intensiv aus. Ja, okay, klasse. Dann gehen wir auf unsere Moräa. Wieso steht die denn da rum überhaupt? Autopilot ausgeschaltet. Kann ich helfen, Sir? Ja, komm, dann brechen wir jetzt das mal ab. Moräa. Wir übernehmen es einmal selber. Jetzt waren wir eine Sekunde davor, hier alles zu erhalten. Naja.
muss doch noch was sein. Hier ist nur eine Handelsstation. Fliegen wir dann erst durch das Tor hier durch. Erreiche System, Heimat der Dunkelheit. Ja, also hier hätten wir auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ah, Rolks Verderben. Na, das war früher mal Rolks Reich. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass Königstal als Sektor übernommen worden ist. Sehr mühselig hier durch die Sektoren zu fliegen. Gut, der hat keinen Befehl, das ist okay. Gut, das steht dann noch rum. Ah, hier sollten wir vielleicht mal noch ein Unterstützungsschiff kaufen. Beziehungsweise, wie ist denn eigentlich die Kolossus hier ausgestattet? Okay, die hat auch Flak mit dabei hauptsächlich. Das sind aber die Standard Schildgeneratoren. Ja gut, dann nutzt es auch hier nicht allzu viel, die Tyrannische noch drauf zu packen. Kaufen jetzt mal noch ein Unterstützungsschiff. Kann die Lack wegen mir drauf bleiben, das passt alles. Wachtdrohne. Ja, okay, holen wir mal da ein paar mehr mit. Mist, jetzt hatte ich gar nicht geschaut mit der Besatzung. Abbrechen war... Ne, können wir leider nicht abbrechen, verdammt. Naja. Oh, unsere zweite Asgard wird gebaut. Durch die Gnade Ihrer Majestät empfangen Sie nun die königliche Sendung aus dem Königinnenreich von Boron. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, Ihre Majestät Königin Polyphades anzukündigen. Nach so vielen Jahren der Zerrissenheit ist es höchst erfreulich, die Wiederaufnahme unseres ältesten und engsten Bündnisses verkünden zu können. Wir begrüßen die Hand der Freundschaft der Argonischen Föderation. Gemeinsam werden sie die bilaterale Kampfgruppe gründen. Diese gemeinsame Verteidigungsflotte wird als zwei Einsatztruppen operieren. Eine wird im Königinnenreich angesiedelt sein, die andere im Föderationsraum. Dieser gegenseitige Verteidigungspakt sendet eine klare Botschaft an alle. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf beide. Hervorragende Arbeit. Ihr Kollege hat einen Vertrag von großer Tragweite ausgehandelt. Offensichtlich gibt es hier eine versteckte Agenda. Die Boronen scheinen seit Jahrzehnten keinen richtigen Kampf mehr bestritten zu haben. Dem Militär muss es in den Fingern jucken zu sehen, wie sie sich im Vergleich mit der abgebrühten argonischen Flotte schlagen. Sollten die gemeinsamen Manöver einen Nachteil aufzeigen, könnte der argonische Vertrag dem Königinnenreich etwas Zeit verschaffen, um das zu beheben, ehe es zu einem größeren Angriff kommt. Durch die Gnade Ihrer Majestät empfangen Sie nun die königliche Sendung aus dem Königinnenreich von Boron. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, Ihre Majestät Königin Polyphades anzukündigen. Mit tiefem Bedauern gebe ich bekannt, dass unsere diplomatischen Bemühungen mit dem Patriarchat Ziad erfolglos blieben. Die sinnlosen Animositäten zwischen unseren Völkern haben überdauert und werden wohl auch weiterhin bestehen.
Nichtsdestotrotz spreche ich unserem Herold meinen Dank aus, der lebend und gesund zu uns zurückkehrte. Zuweilen schien selbst das ein unwahrscheinlicher Ausgang zu sein. Es war ziemlich knapp, aber Ihr Kollege, Kolomi, ist tatsächlich sicher zurückgekehrt. Schlussendlich. Obwohl die Boronen auf Diplomatie mit dem Split bestanden, war man nie sehr optimistisch, dass das gereichte Gliedmaß ergriffen werden würde. So tragisch es auch ist, es geht weiter wie gehabt. Hier gibt es nichts zu lernen. Okay, wir geben jetzt mal die Kunst ab. Wir bekommen jetzt unseren Ruf wieder rein. Hallo. Auf Wiedersehen. Dazu eben wollten wir doch gar nicht, oder? Wir liefern einmal alles. Gute Arbeit. Naja, 3 im Ruf verloren, 2 gewonnen. Das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Ist auf jeden Fall ja schon mal jetzt ein Fortschritt. Dann können wir hier nämlich weitermachen. Und ja, würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.